Hallo zusammen, Dr. Deutsch hier. Immer wieder stellen mir meine Studenten die Frage, welche Rolle Konjunktiv 1 für Test DAF spielt. Eine riesengroße, meine ich. Vor allem für den schriftlichen Ausdruck. Sie wissen ja, dass es da uns einige Meinungen gegeben werden, die wir mit eigenen Worten wiedergeben sollen. Hier, wenn die Prüfer sehen, dass die Person Konjunktiv 1 verwendet, reagieren sie äußerst positiv, weil diese grammatische Erscheinung schon dem höheren Niveau des Sprachgebrauchs entspricht. Aber auch gibt es im mündlichen Ausdruck die Möglichkeit, Konjunktiv 1 zu nutzen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Ideen mit eigenen Beispielen unterstützen und dabei die Meinung von unseren Freunden, Bekannten, Verwandten anwenden. Für Ihre Testnote könnte es echt entscheidend sein. Warum denn nicht, diese Regel zu erlernen und ein paar zusätzliche Punkte im mündlichen oder schriftlichen Ausdruck zu gewinnen? Einverstanden? Gut. Wir beschäftigen uns heute mit Konjunktiv 1. Bereit? Los geht's! Wenn Sie nicht dagegen sind, beginne ich sofort mit einem Beispiel, damit Sie auch sofort verstehen können, worum es geht. Also, der Minister gab heute Vormittag eine Pressekonferenz. Er sagte, er sei erschüttert über die tragischen Ereignisse. Die Verantwortlichen müssten Konsequenzen ziehen. Er werde sich persönlich für unbürokratische Hilfe für die Opfer einsetzen. Außerdem plane er eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften. Also, die Formen von Konjunktiv 1 sind die folgenden: sei erschüttert, müssten ziehen, werde einsetzen und plane. Jetzt verstehen Sie, welche grammatische Erscheinung ich meine, wenn ich Konjunktiv 1 benutze. Gehen wir weiter zum Gebrauch. Der Konjunktiv 1 wird hauptsächlich in der indirekten Rede verwendet. Dabei werden Aussagen von anderen Personen oder allgemeine Aussagen in wissenschaftlichen Untersuchungen, im offiziellen Sprachgebrauch, zum Beispiel in den Nachrichten oder anderen offiziellen Berichten, im Konjunktiv 1 wiedergegeben. Beispiel: Der Minister sagte, er sei erschüttert. Die Wiedergabe von Meinungen und Äußerungen wird in der Regel ergänzt von Verben wie: Frau X meinte, sagte, antwortete, fragte, erwiderte, betonte, teilte mit. Und Wendungen wie zum Beispiel: Frau X war der Meinung, Ansicht, Auffassung, dass wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge, nach neuesten Erkenntnissen. In der Umgangssprache wird statt der Konjunktiv 1 Form oft der Indikativ oder der Konjunktiv 2 verwendet. Bei Verwendung des Indikativs ist der Abstand des Sprechers zur Aussage gering. Beispiel: Paul sagte, er kommt nicht. Das ist Indikativ. Bei Verwendung des Konjunktivs 2 ist der Abstand des Sprechers zur Aussage größer. Beispiel: Susi sagte, sie müsste die Zahlen nochmal überprüfen. Das ist Konjunktiv 2. Daneben kommt der Konjunktiv 1 in einigen wenigen Ausrufen, Wünschen oder festen Wendungen vor. Beispiele: Es lebe der König, er ruhe in Frieden, komme was wolle, ich komme sicher mit dem Auto, es sei denn, es springt mal wieder nicht an.
Hier sehen Sie eine Tabelle mit den Formen von Konjunktiv 1 und die Ersatzformen im Konjunktiv 2, falls diese Formen zusammenpassen. Ich meine Konjunktiv 1 und Indikativ. Ich lese vor. Ich plane, ich würde planen. Du planest, du würdest planen. Esies plane, esies würde planen. Wir planen, wir würden planen. Ihr planet, ihr würdet planen. Sie planen, sie würden planen. Modalverben. Konjunktiv 1 und ebenfalls Ersatzform im Konjunktiv 2, wenn Indikativ und Konjunktiv 1 zusammenpassen. Ich müsse, ich müsste. Du müsstest, du müsstest. Esies müsse, esies müsste. Wir müssen, wir müssten. Ihr müsset, ihr müsstet. Sie müssen, sie müssten. Und natürlich die wichtigsten zwei Verben, haben und sein. Die sind ja die wichtigsten für Konjunktiv 1. Die muss man auswendig lernen. Also Konjunktiv 1 und Ersatzform im Konjunktiv 2, falls wir das brauchen. Ich habe, ich hätte. Du habest, du hättest. Esies habe, esies hätte. Wir haben, wir hätten. Ihr habet, ihr hättet. Sie haben, sie hätten. Und sein. Konjunktiv 1 Form. Ich sei, du seist oder seiest, esies sei, wir seien, ihr seid oder seiet und sie seien. Hier, wie Sie ja schon sehen, haben wir keine Ersatzform im Konjunktiv 2, weil die Formen von Konjunktiv 1, von diesem Verb sein, nicht mit Indikativ zusammenpassen. Sie sind unterschiedlich. Okay, gehen wir weiter. Einige Hinweise. Nummer 1. Die Gegenwartsform des Konjunktivs 1 wird aus der Stammform des Präsens und den Endungen e, st, e Singular und en, et und en Plural gebildet. Nummer 2. Die am häufigsten verwendeten Formen sind die dritte Person Singular und die dritte Person Plural. Nummer 3. Wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ identisch ist, ersetzt man ihn durch den Konjunktiv 2. Beispiel: Der Minister sagte, die Verantwortlichen müssen Konsequenzen ziehen. Der Minister sagte, die Verantwortlichen müssten Konsequenzen ziehen. Wir haben also die Form geändert, müssen, und nutzten müssten, weil die Form des Konjunktivs 1 müssen mit dem Indikativ zusammenpasst. Wir müssen das ändern. Nummer 4. Die Formen des Konjunktivs 1 in der zweiten Person Singular und der zweiten Person Plural werden kaum verwendet und gelten als veraltet. Auch sie werden durch den Konjunktiv 2 ersetzt. Nummer 5. Bei der Wiedergabe von Aussagen vollzieht sich ein Perspektivenwechsel. Beispiel: Der Minister sagte, ich bin erschüttert. Der Minister sagte, er sei erschüttert. Weitere Tabelle bezieht sich auf die Vergangenheitsformen des Konjunktivs 1. Verben mit dem Hilfsverb sein. Fliegen zum Beispiel.
Indicative Perfect und Konjunktiv 1. Ich bin geflogen. Ich sei geflogen. Du bist geflogen. Du seist geflogen. Es ist geflogen. Es sei geflogen. Wir sind geflogen. Wir seien geflogen. Ihr seid geflogen. Ihr seid geflogen. Sie sind geflogen. Sie seien geflogen. Und die Verben mit dem Hilfsverb haben. Planen also nutzen wir als Beispiel. Ich habe geplant. Ich hätte geplant. Du hast geplant. Du hättest geplant. Es hat geplant. Es habe geplant. Wir haben geplant. Wir hätten geplant. Ihr habt geplant. Ihr hättet geplant. Sie haben geplant. Sie hätten geplant. Und auch, wie nutzen wir Konjunktiv 1 mit Modalverben? Zum Beispiel: Ich hätte planen müssen. Du hättest planen müssen. Es habe planen müssen. Wir hätten planen müssen. Ihr hättet planen müssen. Sie hätten planen müssen. Einige Hinweise. Im Konjunktiv 1 gibt es nur eine Vergangenheitsform. Sie wird gebildet aus der Konjunktiv 1 Form von haben oder sein, habe, hätte oder sei und dem Partizip 2. Beispiele: Der Minister habe eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften geplant. Er sei deswegen zu Gesprächen nach Berlin geflogen. Okay, das war ein bisschen Theorie. Weiter beschäftigen wir uns mit einigen Übungen. Erste Übung: Geben Sie die Aussagen der Politiker in der indirekten Rede wieder. Benutzen Sie dafür den Konjunktiv 1 bzw. den Konjunktiv 2. Achten Sie auf die Zeitform. Der Minister sagte: Ich habe einen Fehler gemacht. Und Konjunktiv 1 Form: Der Minister sagte, er habe einen Fehler gemacht. Weiter, klicken Sie auf die Pause und überprüfen Sie sich selbst. Und dann hören Sie meine Antwort. Ich werde meinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Der Minister sagte, er werde seinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Der Minister sagte, ich war damals in einer schwierigen Lage. Der Minister sagte, er sei damals in einer schwierigen Lage gewesen. Das ist die Vergangenheitsform. Seien Sie vorsichtig hier. Der Minister sagte, meine Frau und ich brauchten Geld. Der Minister sagte, seine Frau und er hätten Geld gebraucht. Der Minister sagte, der Unternehmer Herbert Meyer hat uns einen günstigen Kredit angeboten. Der Minister sagte, der Unternehmer Herbert Meyer habe Ihnen einen günstigen Kredit angeboten. Warum nicht uns? Weil wir hier einen Perspektivenwechsel haben. Der Minister sagte, wir haben den Kredit angenommen, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Der Minister sagte, Sie hätten den Kredit angenommen, ohne sich darüber Gedanken zu machen.
Der Minister sagte, ich bitte die Bevölkerung trotzdem um Vertrauen. Der Minister sagte, er bitte die Bevölkerung trotzdem um Vertrauen. Hoffentlich geht es okay. Weiter besprechen wir die Wörter der Ministerin. Okay, die Ministerin sagte, da ist etwas schiefgelaufen. Die Ministerin sagte, etwas sei schiefgelaufen. Die Ministerin sagte, der Verfassungsschutz war der Aufgabe nicht gewachsen. Die Ministerin sagte, der Verfassungsschutz sei der Aufgabe nicht gewachsen. Die Ministerin sagte, viele Fragen sind noch nicht beantwortet worden. Die Ministerin sagte, viele Fragen seien noch nicht beantwortet worden. Die Ministerin sagte, es ist wichtig zu klären, inwieweit Informanten des Verfassungsschutzes in die Taten verstrickt sind. Die Ministerin sagte, es sei wichtig zu klären, inwieweit Informanten des Verfassungsschutzes in die Taten verstrickt seien. Die Ministerin sagte, die verschiedenen staatlichen Behörden müssen besser zusammenarbeiten. Die Ministerin sagte, die verschiedenen staatlichen Behörden müssten besser zusammenarbeiten. Die Ministerin sagte, ich beabsichtige die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die rechtsradikale Partei. Die Ministerin sagte, sie beabsichtige die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die rechtsradikale Partei. Okay, hoffentlich war das nicht kompliziert für Sie. Hoffentlich haben Sie alle Regeln und alle Beispiele und alle Übungen verstanden und können jetzt Ihre Sprache durch diese komplizierte Grammatik ein bisschen erweitern und grammatische Strukturen in Ihren Aufsätzen ein bisschen vertiefen. Nutzen Sie Konjunktiv 1 und bringen Sie Ihr Schreiben bzw. Ihr Sprechen auf ein bisschen höheres Niveau. Viel Spaß und Erfolg damit! Ich verbleibe hier mit den freundlichen Grüßen. Bis nächstes Mal. Tschüss!